Hallöchen, meine Schönheiten. Schön, dass ihr da seid. So, meine Lieben, wie ihr bereits gesehen habt, geht es heute um die Pinkbox. Januar, Februar, März, April. Wir sind im April. Genau. Wenn ihr wissen wollt, was in der Aprilbox drin ist, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, meine Lieben, ich habe ja gerade schon gesagt, die Pinkbox ist bei mir und die liegt schon seit 2 Tagen hier. Und wir gucken jetzt einfach mal rein. Ich öffne mal eben schnell und dann gucken wir mal, was sich da drin versteckt. Ne? Verbirgt? Genau. Ja, wir haben ja eine Geburtstagsbox. Denk mal, Pinkbox feiert Geburtstag. Und zwar Hashtag 11. Das wirklich schon 11 Jahre? Ich weiß das gar nicht. Schon so lange. Zeigt euch mal die Box. Schaut mal. Wir haben eine Sonderbox und ist mega schwer. Mega schwer heißt wieder. Was heißt das? Könnt ihr jetzt gerne kommentieren, was mega schwer heißt. Mega schwer heißt entweder Loschen, Haarshampoo, Loschen oder Conditioner. Hatten wir gerade schon Loschen, ne? Ich albern heute wieder ein bisschen mit euch rum. So, bin gespannt. Ist ja eigentlich so meine Lieblingsbox so vor, also nach oder vor der Insta-Box, obwohl die letzte Insta-Box war ja nicht so der Knaller, ne? Hat mich wirklich ein bisschen enttäuscht, ne? War jetzt nicht so, ich dachte, boah, was wieder eine geile Box. Wisst ihr, was ich meine? Für diejenigen, die mehr Informationen zu der Pinkbox haben möchte, schaut gerne unten in der Infobox, da verlinke ich euch die Seite von Pinkbox, da könnt ihr drauf schauen. So, das hatte ich nämlich gerade vergessen. Wir fangen jetzt an. Genau. Ist kein auffälliger Kleber, ist so ein ganz so Babyschweinchen rosa, ne? Da steht Hashtag 11 drauf, ein ganz kleines Kerzchen. Genau. So, Birthday, Bösch, Wasch. Ihr wisst ja, mein Englisch ist so 0,9, ja. Genau. Full of Sweets, Sweetness. Session 2023. Wie gesagt, ein Heftchen finden wir ja hier nicht mehr drin. Ne? Finden wir ja nicht mehr hier drin. Dafür haben wir ja diesen Barcode hier und diese QR-Code, nicht Barcode, QR-Code hier unten drin. Ne? Genau. Okay. Ja, okay. Als erstes kommt mir eine Hyaluron Hanföl Gesichtscreme, reichhaltige Feuchtigkeitspflege entgegen. Von Beauty Love, Naturkosmetik, weil Beauty Love hat wohl eine eigene Kosmetiklinie. Ich wusste das gar nicht. Habe ich letztens in der Insta-Box, weil Insta-Box und Pinkbox ist nicht so quasi so ein bisschen verwandt miteinander. Ich glaube, das ist die gleiche Firma, ich bin mir nicht sicher, weil wir hatten in der Insta-Box hatten wir eine Creme drin, auch von Beauty Love, genau. So, ja, geht ja immer, ne? Also, derjenige, der gern testet und mit seiner Haut ein bisschen spielen möchte, ne? Für den ist das immer so eine gute Sache. Oh, sieht gut aus, ist aber ein Plastiktiegelchen. Schick sieht sie aus, ne? Schick, muss ich schon sagen. Und für diejenigen, die nicht gerne rumexperimentieren mit ihrer Haut, ist das natürlich immer so schwierig. Ne? Aber Hanföl, bin ich gespannt. Hyaluron ist da drin, Agave ist da mit drin. Sind eigentlich alles gute Zutaten, ne, würde ich jetzt sagen. Ist Naturkosmetik. Ja. Finde ich gut. Bin ich gespannt. Wie gesagt, ja, letztens hatten wir in der Insta-Box war eine Augencreme. Ja. Das ist schon mal gut. Finde ich gut. Wie gesagt, die Preise werde ich euch raussuchen und einblenden. Ne? Ja, dann haben wir wieder von Schemes. Ich denke mal, das ist ein Goodie. Clean und pur. Maske, Tiefenreinigung und Poren verfeinert. Ja, ich bin ja jetzt nicht so der Creme-Maske-Mensch, ne? Aber sollte man schon machen, so eine Tiefenreinigung, ne? Mit Poren verfeinernde Maske. Genau, Tonerde mit drin, Arganöl, Mandelöl, alles gute Produkte. 2x5 ml. Ja. Und Schemes, es wird ein Goodie sein. Ist ja jetzt
schon länger jetzt, dass wir, früher hat man immer eine Zeitschrift drin gehabt, ne? Dafür, die Zeitschrift haben sie geändert, dafür hat man jetzt immer ein Zusatzprodukt drin, ein Goodie oder so, ne? Ja, ist ein Goodie. So, oh, von Avon, Ultra Color, 60 Sekunden Express, Nagellack. Ich glaube, ja, ich zeige euch das mal eben. Okay. Was haben wir hier drin? Oh, ich glaube, ich habe Glück. Ja! Kein Rot für den Sommer, das finde ich gut. Und das ist eine geile Farbe. Eine richtig geile Farbe, die ich erwischt habe. Darüber freue ich mich. Das ist eine richtig geile Farbe. Sorry für das Wort. Aber das ist richtig, richtig, richtig toll, oder? Für den Sommer optimal. Finde ich gut. Ich habe mir nämlich für den Urlaub, habe ich mir nämlich in Gelb so eine Blüschen gekauft. Ja. Das finde ich gut. 10 Milliliter. Kostet schon auch 8 Euro, ne? Ich weiß nicht, was so ein Avon-Nagellack kostet. Aber das ist toll. Da freue ich mich über die Farbe. Also gibt es unterschiedliche Farben. Unreal Orange ist das. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Okay, das ist hier die Lotion. Ich hätte gerne was zum Duschen gehabt. Duschen. Bin ich so. Ich lasse das immer schleifen mit dem Eincremen. Dove Body Lotion Kokosmus. Regenerierende Pflege Body Lotion für trockene Haut. Mit Kokosnuss und Mandelduft. Da bist du ja wieder so meins, ne? Aber noch habe ich im Bad stehen. Da muss ich erstmal verbrauchen. Ich habe so viele Produkte offen. Wir haben 400 Milliliter, kommt man lange mit aus, ne? Gut. Ja. Ja, ist okay. Oh, von Taft, was für die Haare. Glättungscreme für geschmeidig glattes Haar. Glattes Haar ohne Glätteisen, okay. Taft und Gliss, Schwarzkopf. Hair Repair. Style Repair. Ich weiß, muss mal gucken. Ob das nach der Haarewäsche auf das feuchte Haar auftragen und das Haar anschließend glatt fördern, nicht ausspülen, okay? Okay, das wird nach dem Haarewäsche, auf dem feuchten Haar wird das aufgetragen. 150 Milliliter. Mhm. Also der Nagellack ist nicht gut, finde ich mal gut, ja. So, oh, dann haben wir wieder Hyaluron. Aufpolstern Effekt mit Hyaluronsäure von Balea. Intensivkonzentrat. Beauty Effekt. Lifting Kur. Ampullen gehen immer. Ich denke mal, es ist so eine 7 Woche. Eine Woche, nicht 7 Wochen. Eine Woche. Ja, 7 mal 1 Milliliter für eine Woche. Ja, ich glaube, die kosten 3 Euro oder so, ne? Für eine Woche. Kann man nichts sagen, ne? Balea ist eigentlich gut. Ja, man muss nicht Unmengen an Geld ausgeben. Wie gesagt, lohnt sich immer mal zu testen, ne? Balea, ne? Ja, zum schon gut. So, das Highlight, das war im Sneak and Peek schon zu erkennen, von Banana Beauty, eine Mascara. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon eine habe. Aber wie gesagt, wird ja nicht schlecht, oder? Ne? Ich mache die jetzt mal nicht auf und zeige euch das Blößchen, aber wir können uns die Verpackung mal angucken. Genau. Ich glaube, ich habe die schon, ja. Ich mache das Bürstchen jetzt mal nicht auf. Ist wie gesagt von Banana Beauty, ne? Kostet glaube ich auch 30 Euro. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht so von dem Hype angesteckt von mit Banana Beauty Produkte. Ja. Für diejenigen, die darauf stehen, viele Mädels stehen da bestimmt drauf, ne? Also, wie gesagt, der Preis. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Preis ist. Ich vergesse das immer, ne? Aber so, ich glaube 15 Euro kostet die, ich glaube ab 13 Euro, glaube ich. 13,50. Wie gesagt, die Boxen sind auch alle teurer geworden, ne? Ich weiß es nicht mehr, ich vergesse das immer, wirklich. Weil so viel Produkte, so viel Boxen oder, ja, kann man sich nicht merken. Ja, ist eine schöne Box. Wie gesagt, Pflege, Haare, der Nagellack, den finde ich voll gut. Die Mascara, dann haben wir die Creme und die Maske. Ja, ist schön. Toll.
Ist wieder super, die Box. Sogar besser als letzten Monat. Ne? Letzten Monat war die, glaube ich, nicht so prickelnd. So, meine Lieben, wie gesagt, das war es jetzt, das Video. Genau. Natürlich dürft ihr reichlich kommentieren, würde mich riesig darüber freuen. Natürlich unter dem i findet ihr weitere Videos von mir. Und ja, wenn ihr auf den Abonnier-Button drückt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Würde mich riesig drüber freuen. Genau. So, ich werde mich jetzt verabschieden, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ne? Ja. So. Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen, dranbleiben. Und dann passt auf euch auf. Achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns. Eure Tanja Schauschewski bei. Adieu, adios. Tschüss. Bye, bye.